Für die meisten ist es eine schlimme Vorstellung. Für wenige andere beruflicher Alltag. Die OP am offenen Herzen. Auf über 20.000 dieser Operationen kann das Sana Herzzentrum mittlerweile zurückblicken. Am 7.06.1995 musste die erste OP noch in einem provisorischen Container durchgeführt werden. Das war der Grundstein für das heutige Herzzentrum. An diesen und weitere Meilensteine wurde auf der 20-Jahr-Feier am Samstag in der Stadthalle erinnert. Gemeinsam mit Ärzten, Krankenschwestern und wichtigen Wegbegleitern ließ man die Erfolgsgeschichte Revue passieren. Die Anfänge waren in einer vergleichsweise kleinen Stadt wie Cottbus nicht leicht. Es gab Ärzte im Klinikum, im Charité-Klinikum, die unbedingt ein Herzzentrum haben wollten. Und die damalige Ministerin, Frau Hildebrand, die sagte, ich habe so viel zu tun mit anderen Krankenhäusern, die müssen in Ordnung gebracht werden. Und Herzzentrum, das ist so eine Spezialeinheit, da sollen sich mal die Privaten drum kümmern. Da haben wir gesucht, dass wir Private gefunden haben. Und wir haben am Anfang auch jemanden gefunden und der hatte wunderbare Konzepte. Aber die ließen sich nicht verwirklichen. Der gute Investor ging pleite. Doch ein neuer Investor wurde gefunden und so war es überhaupt erst möglich, ein Herzzentrum in Cottbus zu errichten. Und in nun ziemlich genau 20 Jahren hat sich hier einiges geändert. Mittlerweile werden ca. 1400 Eingriffe jährlich am offenen Herzen durchgeführt. Geschäftsführer Michael Kabisch ist vor allem auf die Weiterempfehlungsrate von rund 99% stolz. Seiner Meinung nach ist das Herzzentrum ein wichtiges Aushängeschild für die Region. Wenn ich mir angucke, aus welchem Einzugsbereich unsere Patienten kommen, dann sind es ja nicht nur Cottbusser, die zu uns kommen, die uns im Übrigen einen sehr hohen Vertrauensvorschuss gewähren, sondern es sind Patienten aus der Region, aber auch Patienten mittlerweile aus ganz Deutschland, was mit unserem Ruf zusammenhängt. Insofern sehe ich aber insbesondere auch unsere Rolle hier als Versorger in der Region für die Cottbusser, für die Region an sich, aber auch als Arbeitgeber und als Unterstützer in sozialen Projekten. Über 60.000 Patienten konnten in den 20 Jahren behandelt werden. Für einen Teil davon sind auch die aktuell 275 Ärzte, Schwestern, Pfleger und Therapeuten verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehört es auch immer wieder, neue Behandlungsmethoden anzuwenden, um das Herzzentrum weiter voranzubringen. Ja, wir haben insbesondere in den letzten Jahren die interventionelle Klappentherapie im Herzzentrum Cottbus eingeführt. Das heißt also, dass man von einem kleinen Zugang von der Leiste her die Aortenklappe ersetzen kann mit einer kleinen Prothese, indem wir zunächst mal die alte Klappe wegsprengen und eine neue Klappe dann einsetzen können. Das ist insbesondere bei schwerkranken Patienten und alten Patienten, die ein hohes Operationsrisiko haben, ist diese Methode ganz besonders anzuwenden. Sie wird sich aber wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren auch bei etwas jüngeren Patienten schon einsetzen lassen. An den anfänglichen Container ist heute also gar nicht mehr zu denken. Mittlerweile hat sich die Spezialklinik national und sogar international einen Namen gemacht. Mit der modernen Technik und der Fachkompetenz der Mitarbeiter kann das Sana Herzzentrum auf jeden Fall mit größeren Städten wie Berlin und Dresden mithalten. Für Michael Kabisch ist es deshalb Ehrensache, mit der Jubiläumsfeier Danke zu sagen.